Willkommen bei Alpha. Guten Morgen. God is able. He will never fail. He is almighty God. Greater than all we see. Greater than all we ask. He has done great things. Lifted up and defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. God.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen. Schön, dass die Reihen so gut gefüllt sind. Herzlich willkommen auch an alle, die im Livestream uns zugeschaltet sind. Schön, ein schöner Sonntag liegt vor uns. Die Sonne hat uns geweckt und jetzt sind wir hier. Und ich glaube auch, das Programm von heute Morgen, das lohnt sich. Auf die Plätze, fertig, los. Mit diesem Thema ist der Monat überschrieben. Klingt ziemlich sportlich. Mal schauen, was noch passiert. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht deswegen unbedingt eure Jogging-Schuhe angezogen. So nötig haben wir es nicht, aber genau. Ihr werdet vielleicht merken, was wir mit sportlich meinen. Das habe ich erlebt. Ein richtig cooles Thema, weil ich glaube, da hat vermutlich jeder irgendwas zu erzählen. Genau, das glaube ich, kann für Gänsehaut sorgen und deswegen genau möchte ich es euch einfach im Vorfeld sagen. Wir werden nachher aus dem Leben von Menschen hören, die ihr mit Sicherheit vielleicht schon mal gesehen habt. Und vieles, was wir heute sehen, das war nicht immer so. Und ich glaube, das ist cool, an den Moment zurückzugehen, wo Dinge passiert sind in unserem Leben. Genau. Und da lade ich dazu ein, dass ihr euch jetzt aufmacht, dass ihr hier ankommt, dass ihr das genießen könnt. Und für all diejenigen, die so ein paar Zwerge noch bei sich haben, herzliche Einladung. Die großen Kids, die sind schon abgestürmt in den Himmel. Nein, ins Kinderprogramm zu den Himmelsstürmern. Und für die Kleinen ist nebenan, falls die unruhig werden, dürft ihr gern darüber gehen und auch von dort hören oder sie abgeben und wieder hier zurückkommen, dass wir hier uns echt konzentrieren können. Cool. Ich freue mich sehr und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, danke für diesen neuen Morgen. Danke, dass er so schön beginnt, kalt und mit Sonne. Und ja, ich bete, dass wir hier ankommen können, dass du hier bist, dass du uns schon erwartest. Danke dafür. Und ich bete, dass alles, was passiert, Herr, dass du das steuerst und dass das in deiner Hand liegt. Weil nur daraus wollen wir es nehmen. Und ich danke dir für das, was du vorbereitet hast und was wir vorbereitet haben. Und ich bete, dass du uns jetzt einen richtig coolen Gottesdienst, kraftvoll und ermutigend für die Woche, dass du uns das schenkst. Und ich freue mich, was passiert. In deinem Namen. Amen. Ich wünsche euch viel Spaß. Schon als Jugendliche habe ich mir immer sehr viele Fragen über den Sinn des Lebens gestellt. Niemand in meiner Familie ist gläubig und ich bin deshalb nicht mit dem Glauben an Gott aufgewachsen. Ich dachte zwar, dass es da irgendeinen Gott geben könnte, aber ich hatte keine Vorstellung von ihm. Durch einen Schicksalsschlag in meinem Leben habe ich dann auch dieses kleine bisschen Glauben verloren und mich komplett davon abgewandt. Mein Leben ging dann weiter mit Volleyball, Freunde treffen, Studium, WG-Leben. Das war auch alles nicht schlecht, aber dennoch blieben die Fragen. Fragen wie, ist das Leben ein Zufall und wie kann ich wissen, dass es Gott wirklich gibt? Ich entschied mich dann noch einmal auf die Suche zu gehen, um endlich Antworten zu finden. Von einer Freundin habe ich gehört, dass es Alpha gibt. Am Anfang konnte ich damit nicht viel anfangen. Ich wusste nur, dass ich dort Fragen über den Glauben stellen konnte. Im Internet fand ich Alpha in meiner Nähe und ich entschied mich einfach, da vorbeizuschauen. Ich habe mich dort sofort wohlgefühlt und hatte den Eindruck, dass ich hier alle meine Fragen stellen darf und mich nicht zurückhalten muss. Im Laufe der Zeit habe ich viele Antworten gefunden, aber ich habe auch merken dürfen, dass es vollkommen okay ist, offene Fragen zu haben und dass ich nicht alles verstehen muss. Ich habe Gott besser kennengelernt und das hat sehr viel verändert. Ich habe die Gewissheit und die Ruhe, meine Fragen für mich geklärt zu haben. Ich muss nicht durchs Leben hetzen, auf der Suche nach Dingen, die mich erfüllen. Für mich steht die Zwischenmenschlichkeit mehr im Fokus als die reine Selbstverwirklichung. Und mein Leben ist einfach entschleunigt. Ich komme zur Ruhe und kann mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Und ich kann Gott vertrauen, dass er mich begleitet. Ich freue mich einfach über jeden Tag und sehe keinen Tag als selbstverständlich an. Mit Gott unterwegs zu sein, ist ein Abenteuer. Und ich bin dankbar, dieses Abenteuer erleben zu dürfen. Unschwer ist zu erkennen, dass wir jetzt im Februar wieder langsam
Warmlaufen für etwas, was wir als CVM-Gemeinde stehen, für den Alpha-Kurs. Der Alpha-Kurs wurde jetzt zweimal verschoben. Ja. 2020 haben wir noch den Infoabend gehabt. Da waren wir dann ein Rekordmaß an Leuten, die sich angemeldet hatten, eigentlich zum Kursbeginn dann Anfang März. Und dann war Corona und dann war alles dicht. Und seitdem warten wir drauf, dass wir diesen Alpha-Kurs starten können. Und jetzt haben wir dieses Jahr oder im Spätjahr hat sich das Mitarbeiterteam, haben wir uns wieder Gedanken gemacht und auf und ab. Und ja, und diesmal haben wir gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sagen, Alpha-Kurs jetzt erst recht. Jetzt legen wir los. Wir haben die große Hoffnung, dass es sich vielleicht auch während des Kurses lockert und deswegen steigen wir jetzt im Februar voll in die Werbung ein. Wer vielleicht die Banner gesehen hat, wer die Plakate gesehen hat, wer vielleicht schon einen Flyer in den Händen bekommen oder in die Hände bekommen hat, wir sind richtig begeistert von diesem Kurs und das will ich auch heute in diesen Gottesdienst reintragen. Was habe ich erlebt oder das habe ich erlebt? Ich habe heute ganz besondere Gäste hier. Ihr werdet gleich erfahren, wer das ist. Den ersten Gast werdet ihr erfahren, den zweiten müsst ihr noch kurz warten. Und die werden erzählen, was sie im Alpha-Kurs als Mitarbeiter erlebt haben. Jetzt haben wir einmal ein Beispiel gehabt von Alpha aus jemand, der aus Hamburg den Kurs erlebt hat, weil der Alpha-Kurs beginnt oder startete mal in London, ist aber mittlerweile in über 169 oder 170 Ländern der Welt ein Kurs, den verschiedenste Gemeinden, Freikirchen, aber auch katholische, evangelische Kirchen machen. Ja. Der Alpha-Kurs ist was mich persönlich extrem begeistert und ich freue mich jetzt auch, dass wir heute einen Gast haben, ihr und ich. Das ist der Steff, der darf jetzt schon mal zu mir hochkommen langsam. Genau, und der Steff begleitet den Alpha-Kurs als Musiker. Ehrlich gesagt, wir haben den Kurs 2011 gestartet. Steff, komm einfach an meine Seite. 2011 haben wir ihn gestartet und am Anfang hat Andreas Stengel und ich, wir haben zusammen noch Gitarre gespielt. Ja. Und es war gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Steff dazu kam. Dann haben wir gemerkt, es gibt bessere Zeiten. Genau, und der Steff hat jetzt den Alpha-Kurs 2018 erlebt, 2019 erlebt. Und ich gehe jetzt gleich von der Bühne. Er gibt euch sein Zeugnis. Und ich habe einfach diese Frage gestellt. Wenn ich dich frage, was dich am Alpha-Kurs fasziniert, was antwortest du mir dann? Steff, danke, dass du da bist. Schnapp dir hier dein Pult und ab dafür. Check, check. Genau, was antworte ich dann? Dann antworte ich, ich habe zwei Dinge erlebt. Und die beiden Dinge haben was mit der nächsten Folie zu tun. Und zwar ist das ein Versprechen von Gott. Und zwar verspricht Gott, dass wenn wir suchen, wenn wir anklopfen, wenn wir bitten, dann wird er sich finden lassen, dann wird er geben, dann wird er uns auftun. Und das ist genau das, was ich erlebt habe im Alpha-Kurs. Und ich selber habe Gott nicht im Alpha-Kurs kennengelernt, sondern schon vor 18 Jahren war das. Krass, so lange bin ich mit Jesus unterwegs. Und das war damals in der Jugendgruppe. Genau. Was hat es mit dem Alpha-Kurs zu tun? Ich habe mich gefragt, okay, was waren die Faktoren, dass ich Jesus kennengelernt habe? Und da waren jetzt so in der Rückschau, würde ich sagen, drei Dinge wichtig. Da gab es Leute, die haben mich mit dieser Botschaft von Jesus, wer Jesus ist, was er für mich will, was er über mein Leben denkt, die haben mich damit in Berührung gebracht. Da war Zeit und Raum, dass ich mich dran reiben kann. Ich weiß noch genau, wie das war. Da gab es so einzelne Dinge, da bin ich gar nicht drauf klargekommen. So. Und es war wichtig und gut, dass ich da Fragen stellen konnte, dass ich mich dran reiben konnte, dass ich widersprechen konnte. Würde ich heute sagen, das war total wichtig für mich, weil es hat zu einer Entscheidung geführt für mich. Ich musste es echt gut ausloten. Ja. Setze ich mein Leben da auf Jesus oder nicht? Und das Dritte, was wichtig war, waren die Leute, die waren da. Das waren meine Jugendleiter. Grüße an der Ann, Grüße an der Jul, Grüße an der Zweck. Die waren um mich bemüht. Ja. Die waren authentisch und die waren um mich bemüht. Und genau das habe ich gesehen und erlebt, als ich beim Alpha-Kurs mitgearbeitet habe. Ich durfte zugucken, wie Leute ernsthaft
sich an Jesus reiben, an dieser Botschaft. Und ich habe gesehen, wie Gott sein Versprechen wahr macht und den Leuten begegnet ist. Und deshalb, Jesus sagt, ich lasse mich finden. Gott sagt, ich lasse mich finden. Wenn du Bock hast zu suchen, dann würde ich sagen, ist der Alpha-Kurs, ja, also kannst du deine Zeit eigentlich nicht besser investieren als da. Die zweite Sache, die ich erlebt habe, ist das, was es mit mir gemacht hat. Also ich wurde angefragt als Musiker, der Sascha hat es schon gesagt. Und die Anfrage war so, ja, kann das Musikteam da irgendwie ein, zwei Lieder am Abend spielen, weil es halt Teil dieses Abends ist und so. Und das Erste, was ich gedacht habe, als die Anfrage kam, war so, puh, ein Abend mehr irgendwie, ja, ist ein Termin, ist Zeit. Zwei Lieder, habe ich gedacht, zwei Lieder, okay. Ich muss das Keyboard, muss ich abbauen, dann baue ich es da hinten auf, dann muss ich mich um die Technik kümmern. Ich muss irgendwie Musiker organisieren. Dann habe ich gedacht, sag mal, also ich bin ja eigentlich hier, ich mache Lobpreis hier, ja. Sind es die richtigen Leute? Also können die damit überhaupt was anfangen, wenn ich Lobpreis mache? Und für mich hat im ersten Moment ganz viel dagegen gesprochen. Ich habe die Arbeit gesehen und mir war das Ziel aber nicht so klar. Ja? Ich hatte ehrlich gesagt, im ersten Moment hatte ich überhaupt keinen Bock. So. Ich kannte den Alpha-Kurs und hättest du mich gefragt, was denkst du über einen Alpha-Kurs, hätte ich schon gesagt, hey, ist eine gute Sache irgendwie und ich wusste auch, um was es da geht. Aber in dem Moment, wo mich der Sascha gefragt hat, ob ich da mithelfe, habe ich keinen Bock. So. Und glücklicherweise war mir aber damals schon klar, dass es nicht immer darauf ankommt, ob ich auf eine Sache Bock habe oder nicht. Und dass es manchmal für mich gut ist, wenn ich gehorsam bin. Und ich habe gemerkt, als mich der Sascha gefragt hat und der Ann, dass es denen total wichtig ist. Und ich habe denen abgespürt, Gott hat es denen wichtig gemacht. Und weil es denen zwei wichtig war, habe ich gemerkt, das ist Gott wichtig und ich sollte das tun, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, auch wenn ich keinen Bock habe, das zu organisieren, die Zeit zu investieren. Ich sollte das tun, habe ich gedacht. Und ich habe es getan, ich war dann da und habe die Musik gemacht. Und das, was ich als Erstes beschrieben habe, wie ich zusehen durfte, wie Gott sich finden lässt, das hat mich total begeistert. Das hat dem, was ich gemacht habe da oben, diese zwei Lieder, auf die es, glaube ich, ja, wirklich jetzt nicht ankommt, ja, aber das hat dem einen Sinn gegeben. Und es hat mich mega motiviert, meine Zeit da zu investieren. Und ich habe gemerkt, wie ich mich an dieser Sache, wie ich mich da entzünd, wie ich da Feuer fange dafür, wie Gott mir das aufs Herz legt. Und deshalb stehe ich auch heute hier. Der Sascha hat mich gefragt, ob ich da was erzählen kann. Und das kann ich, weil Gott mir das wichtig gemacht hat. Und das hat er aber nur, weil ich im ersten Schritt gehorsam war. Und dann habe ich das gesehen und dann ging es los. Also ja, ich würde sagen, das ist eins der wichtigsten Angebote, die wir haben als Gemeinde, diesen Alpha-Kurs, weil Gott will in Beziehung kommen und er will sich finden lassen und der Alpha-Kurs ist einfach ein mega guter Rahmen für alle Suchende. Genau, das habe ich erlebt. Thank you.
gibt so viele Stimmen, die sagen, wie du bist, doch ich kenn dein sanftes Flüstern inmitten der Finsternis und du sagst, dass du dich an mir freust und dass du mich nie verlässt. So ein guter Vater ist, was du bist, ist, was du bist, ist, was du bist und geliebt von dir, ist, was ich bin, ist, was ich bin, ist, was ich bin. Suchen nach Antwort dort und hier, doch alles, was wir suchen, die Antwort finden wir bei dir. Was uns noch fehlt schon vor, wie zu dir fleht, so ein guter Vater ist, was du bist, ist, was du bist, was du bist, ungeliebt von dir, ist, was ich bin, ist, was ich bin, ist, was ich bin. So ein guter Vater ist, was du bist, ist, was du bist, ist, was du bist, ungeliebt von dir, ist, was ich bin, ist, was ich bin, ist, was ich bin. Du bist Liebe und vollkommen gut. Du bist Liebe und vollkommen gut zu uns. Du bist Liebe und vollkommen gut. 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 Zu uns. So ein guter Vater ist, was du bist, ist, was du bist, ist, was du bist. Ist, was ich bin, ist, was ich bin. So ein guter Vater ist, was du bist, ist, was du bist, ist, was du bist, ungeliebt von dir. Ist, was ich bin, ist, was ich bin, ist, was ich bin. Du bist die vollkommen gut, du bist Liebe und vollkommen gut, du bist Liebe und vollkommen gut zu uns. Du bist Liebe und vollkommen gut, du bist Liebe und vollkommen gut, du bist Liebe und vollkommen gut. Zu
Kaum besser könnte man den Alpha-Kurs beschreiben wie mit diesem Lied, muss man ganz ehrlich sagen, weil es genau um das geht. Es geht darum, dass Gott sich in der Bibel uns als Vater vorstellt. Jesus hat nochmal gezeigt, wie der Vater im Himmel ist. Und wir haben die Möglichkeit, über Jugendgruppe, über den Alpha-Kurs jetzt bei uns, und es gibt ja noch andere Möglichkeiten, diesen Vater kennenzulernen. Erstmal herzlichen Dank, Steff, es war ein überragendes Zeugnis. Perfekt, ja. Genauso habe ich dich erlebt. Genauso deswegen hast du bei den anderen Alpha-Kursen danach dann auch immer ganz schnell zugesagt, muss man sagen. Das ist perfekt. Hat unsere musikalische Qualität auf ein neues Level gehoben und ich bin auch froh, dass es auch diesmal wieder klappt. Genau. Kurz, ich sage euch kurz, wie der Alpha-Kurs abläuft, bevor wir zum nächsten Zeugnis kommen. Einfach, dass wir hinterher diese trockenen Sachen nicht so besprechen müssen. Alpha-Kurs. Sehr gut. Der Alpha-Kurs beginnt am 21. Februar mit einem Infoabend. Der Infoabend, unverbindlich. Man meldet sich per Mail oder nachher an der Ansprechbar an und hat einfach dann die Möglichkeit mal zu sehen, wer arbeitet mit, wie gestaltet sich das hier, man kriegt alle Informationen. In diesem Jahr beginnen wir unter 3G-Regel, das heißt, kann jeder teilnehmen. Wir beginnen mit Maskenpflicht, aber wir haben die große Hoffnung, dass sich über die Zeit, über diesen, ja, da geht er bis zum Mai rein, das sind doch einige Abende, haben wir die Hoffnung, dass sich doch etwas lockert. Wir beginnen normalerweise mit einem Abendessen, das machen wir jetzt am Infoabend nicht. Ja? Und nach dem Abendessen ist normalerweise ein Vortrag, Musik und dann gibt es die Möglichkeiten, wirklich kritisch in den Kleingruppen das Ganze zu besprechen. Und da kommt dann richtig Dynamik rein. Das ist dann richtig, richtig spannend. Dieses Jahr machen wir es so, wir lassen erstmal das Abendessen weg. Das wäre, sonst hätten wir ganz andere Regularien. So kann jeder teilnehmen. Wir fangen an hier mit einem Vortrag, mit Musik, sind dann in Kleingruppen, haben das Glück, dass wir in unserer Halle viel, viel Platz haben, viel, viel Abstände einhalten können. Und in der Kleingruppe haben wir dann einfach auch mehr Zeit. Und da gibt es vielleicht auch einen kleinen Snack oder da trinkt man was. Also da kann man dann schon mal. Aber Maskenpflicht haben wir natürlich. Ja, so ist es. Aber ich habe trotzdem gesagt, Alpha-Kurs, jetzt erst recht. Diese Woche bin ich im Auto gefahren, wie jede Woche fahre ich Auto und habe dabei auch Zeit zu beten. Und habe ich überlegt, warum ist der Alpha-Kurs genauso gut wie in den letzten Jahren, auch wenn es nichts zu essen gibt, was mir persönlich natürlich auch leid tut. Warum? Weil die Botschaft die gleiche bleibt. Das ist das große Plus. Die Botschaft ist genial und die bleibt gleich. Soweit, jetzt komme ich mal zu unserem zweiten Special Guest. Ich muss zugeben, der Name ist schon gefallen heute Morgen, mehrmals. Ein guter Freund, ein langer Wegbegleiter von mir. Seit 2011 machen wir Alpha-Kurse mit kleinen Unterbrechungen. Und er weiß wirklich, von was er redet. Und wenn du ihm sagst, wir machen was, wo Menschen Jesus kennenlernen können, auf einmal, da wird er groß, auch wenn er sonst nicht so groß ist. Er wird groß, sein Herz geht auf und ich bitte Andreas Stengle bitte auf die Bühne. Andreas, komm zu mir, komm, hier. So, darf sogar deine Maske abziehen, ja, genau. Genau, Andreas und ich sind schon lange unterwegs, kleine Witze-Anekdote von gestern Mittag. Beim Andreas hast du quasi ganz oft ein offenes, der hat immer ein offenes Haus, da kannst du kommen, bis halt die Bude voll ist. Unter Corona muss man wahrscheinlich auch ein bisschen gucken. Und einer meiner Söhne ist zurzeit bei ihm bei Take Action, kleine Werbung, Take Action, Freitagabend 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Richtig, jawohl, der Januar ist dort. Richtig, richtig gutes Programm für Kids zwischen 10 und 14. Und auf jeden Fall hat mein Sohn gestern gewhatsappt über mein Handy, weil sie heute Mittag irgendwie zu einem Monopoly spielen, verschiedenste Dinge. Und dann hat er irgendwie nachher zu mir gesagt, Papa, ich schreibe gerade mit dem Chef von der Halle. So, und genau so habe ich den Ann erlebt und deswegen bin ich auch total froh, dass er heute sich die Zeit nimmt, uns ein bisschen was über seine langjährige Alpha-Erfahrung zu sagen. Und deswegen frage ich auch dich an, wenn ich dich frage, was dich an Alpha fasziniert. Was antwortest du mir dann? Bitte schön. Ich antworte dies. Guten Morgen. Ich bin jetzt seit 37 Jahren Christ, also ich mache einen kleinen Bogen, ja. Und ich habe schon, waren wir jetzt überrascht, seit 2011, also schon zig Alpha-Kurse erlebt. Und ich rede jetzt von mir. Und ich muss euch sagen, er baut mich jedes Mal wieder auf.
Also das ist eine Sache, wo wir eigentlich anbieten für Menschen, die mit Gott vielleicht eher mehr in Kontakt kommen wollen. Aber er baut mich auch wieder, jedes Mal wieder auf. Das ist interessant. Deswegen genieße ich es, auch wenn es 10 Abende sind und zig Vorbereitungen. Ich genieße es, den Alpha-Kurs mitzumachen. Weil ich weiß, diese Zeit wird intensiv und sie hebt mich wieder hoch. Und ich bin Mitarbeiter, ich bin in vielen Punkten Mitarbeiter. Und ich rede viel über Jesus und ich predige schon einige Jahre über Jesus. Und trotzdem muss ich sagen, jedes ehrliche Gespräch, das wir mir im Alpha-Kurs führen, und da wird ehrlich gesprochen über Glaube, da wird ehrlich gesprochen über das Leben. Es hilft mir, dass ich echt bleibe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, wie ihr euren Glaube seht oder wie ihr den Glaube erlebt. Aber ich sehe oftmals, dass ich dazu neige, wenn ich länger nicht evangelistisch tätig bin mit Menschen, die Jesus noch nicht so kennen, dass ich verknöchere in meinem Glaube, dass der so Strukturen bildet, die überhaupt nicht lebensgemäß sind, auch nicht evangeliumsgemäß sind. Oder aber, dass ich zum Moralapostel so dahin eier dann auf einmal, hat auch nichts mit Glauben zu tun. Weder verknöchern noch Moralapostel. Und das Schöne ist, im Alpha-Kurs, wir kommen da an den Punkt und dann müssen bei mir diese ganzen Glaubensgerüchte wegfallen und ich muss wieder neu überlegen, was ich glaube. Das tut mir also super gut. Ja, und dann, wenn das Gerücht wieder wegfällt, dann kommt wieder so der Punkt, wo ist mein Glaube drauf gegründet? Und mein Glaube, mein persönlicher Glaube ist einfach auf die Herzensfreundschaft zu Jesus gegründet. Und das erlebe ich bei jedem Alpha-Kurs, boom, wieder geerdet, wieder sauber, alles gut. Was ich erlebe. Ich erlebe das ist für mich spannend, ja, dass da Menschen kommen, die ganz natürlich sind. Die kommen nicht christlich verdorben, nenne ich das. So christlich geeicht und schon zurechtgestutzt und das darf man nicht fragen in christliche Kreise, das sollte man besser nicht fragen, weil das sind so die kritische Fragen, wo man keine Antwort drauf weiß. Sondern die kommen und boom, da kommen die Fragen so frei in den Raum. So und jetzt, wie gehe ich mit um, so quasi. Echt, finde ich es super Nummer, dass mein Glaube, dass unser Glaube ehrlich hinterfragt wird. Richtig auf den Punkt, richtig auf die Wurzel runter. Wie man mit umgehe. Das ist eine Herausforderung für uns Christen. Und ich finde es schön, dass wir nicht diskutieren müssen, wie ich es bei vielen Christen erlebe. Recht haben müssen. Das stimmt aber. Du musst den Vers lesen. Ich habe Recht. Nee, mit dem Alpha-Kurs, wir haben so gute Zeiten, weil jeder einfach Argumente bringen kann, sagen kann, hey, ich erlebe das so und so, wie soll ich das jetzt hier einordnen? Und dann kommt der Nächste und antwortet ganz ehrlich. Und das ist für mich das Wertvolle im Alpha-Kurs, also dass wir nicht christlich verdorben unterwegs sind. Also, ihr versteht den Begriff, ja? Und dieses Schürfen nach Wahrheit. Die Leute haben Interesse, aber ich auch immer noch. Ich bin ja jeden Tag im Lernen. Und wir versuchen das Leben und der Glaube zusammenzubringen. Nicht, ich komme hierher und jetzt schalte ich um, jetzt bin ich so christlich und so, alles schön. Und dann gehe ich wieder heim, dann bin ich ganz anders. Ich versuche im Geschäft genauso zu sein wie hier. Also da kriege ich öfters mal gesagt, dass es auch so ist. Nicht so gute Sinn. Aber es ist wunderbar zu erleben, Leben und Glauben, wie das zusammenkommt. Und es ist wunderbar zu erleben, dass das dann, wenn wir das dann so zusammen leben und diskutieren, dann Jesus zu erleben, wie er Retter wird. Wie Menschen kommen, ganz normale Leute, sind durch nichts irgendwie ganz normale Leute, die alles ganz normal erlebt haben, wie man es in Deutschland so erlebt, aber wie auf einmal ein Retter ins Leben kommt, Hoffnung ins Leben kommt, Vision ins Leben kommt. Und das ist super schön zu erleben. Und es ist schön zu sehen, das ist auch das, was wir ständig erleben, immer wieder erleben, also ich auch, wie Lasten aus der Vergangenheit abfallen, wie Dinge, wo man sich dran festgeklammert hat, abfallen. Struktur, wie ich das eben auch gesagt habe, was man ganz
gewisse Dinge ganz bestimmt verstanden hat die ganze Zeit, dass man auf eine ganz bestimmte Art gelebt hat, vielleicht mit Ängste, mit Verkrümmungen, nenne ich das gern, sich hat niederdrücken lassen mit Hoffnungslosigkeit oder sowas. Wie das alles wegfällt und wir ein Leben neu aufblüht. Leute, die 30, 40, 50, 60, wenn schon auch Leute gerade, die wesentlich älter sind wie ich, und wie die aufblühen, wie da was passiert. Das ist der Hammer, wenn man Gott erleben könne. Jesus als Retter so in Aktion. Ich persönlich habe viele wunderbare Begegnungen mit Menschen gehabt. Ich habe erlebt, wie der Alpha-Kurs eine dichte geistliche Atmosphäre schafft. Und da müssen wir jetzt uns mal überlegen, ja, wir treffen uns am, der erste Abend, der Infoabend. Wir treffen uns am Infoabend das erste Mal mit Menschen, die ich nie gesehen habe. Und man redet über das Wetter und wie geht's dir so und der Sport und was weiß ich. Und dann in 10 Abenden kommt man auf eine Tiefe, da lernt man sein Gegenüber kennen, sein Leben, sein Glauben. Und es geht tiefer und tiefer in 10 Abenden und es begeistert mich einfach. Eigentlich würde man viele Menschen, die man da kennenlernt, Freundschaften weiterpflegen, aber bei mir ist einfach irgendwo dann eine Grenze, geht für euch wahrscheinlich auch so. Und man kann immer nur gewisse Freundschaften halten, aber das sind so viele wertvolle Sachen dabei, wo man sagt, eigentlich würde ich die gerne weiterhalte und Alpha-Kurs endet, geht dann weiter für alle, also ich will doch gleich, ja, es geht dann weiter für alle, aber ist einfach super schön zu erleben. Für mich ist noch eine Sache, die betrifft jetzt die Teilnehmer überhaupt nicht, das Alpha-Team, die Mitarbeiter. Wir treffen uns, wir bereiten vor und die Leute investieren sich, da ist Herzblut da drin. Da kommt jemand, der dekoriert, dann kommt jemand, der kocht und die Birgit macht die Klos. Aber Birgit, wer ist die Birgit? Sie ist wahrscheinlich jetzt nicht da, aber wer ist die Birgit? Birgit, eine ganz verschmitzte junge Frau, die war mal Teilnehmer Alpha-Kurs, die habe ich sie auch kennengelernt. Und wir waren dann Alpha-Wochenende. Und jedes Mal, wenn ich mich weggedreht habe und wieder hergedreht habe, war mein Rotweinglas wieder randvoll. Unglaublich, diese Frau. Und ich an diesem Abend, das war wohl der Abend, wo ich im meisten Alkohol im Blut hatte, musste ich stabil auf mein Zimmer gehen. Hochwertvoll, wir haben so super gute Gespräche. Wirklich gut. Aber das Team, das Alpha-Team auch zu erleben, also ist für mich jedes Mal wirklich richtig gut. Ich fasse zusammen nochmal, was begeistert mich an Alpha? Neue Menschen kennenlernen und ihre Lebensgeschichte, ihren Glauben. Normal, ich lerne einen Haufen Jugendliche kennen, aber Alpha, da lerne ich mal Erwachsene kennen. Super, super schön. Normal spreche ich mit jungen Leuten, Lebensübergabegebet, mit erwachsenen Leuten, Jesus zu finden und zu sehen, was da passiert, es ist der Hammer. Es ist unglaublich wertvoll, diese Gemeinschaft zu erleben, mit Mitarbeitern, mit Teilnehmern. Wir haben so eine super gute Gemeinschaft. Am Anfang natürlich, ja, schwierig, alles andere, alles neue Leute, man kennt sich nicht. Klar, es ist schwierig, der erste Abend, zweiter Abend, aber es wächst so schnell und am Schluss, also blutet das Herz wieder auseinander zu gehen. Und was mich noch wirklich so abschließend richtig, richtig begeistert ist. Wir reden oft über die Bibel. Wir reden über Gott, wir predigen, wir machen und tun. Und das Sascha wird das bestätigen. Wir erleben Jesus in Aktion. Das ist der Hammer. Ja, du redest nicht nur über Heilung an so einem Abend, sondern du betest für Heilung und du erlebst Heilung. Du redest nicht nur über Lasten, sondern du erlebst, wie Lasten abfallen. Und das ist der Hammer, das zu erleben. Eine Sache, ganz zum Schluss, einfach, weil das unser Herz unser Herz ist natürlich unser Herr. Aber so, zweites Herz gibt es ja noch, das Herz macht ja immer bum, bum. So, Busaubesat ist der Sascha. Und wir reden gerade im Basislager über fünffältige Dienst. Wenn ihr sehen wollt, was ein Hirte ist oder evangelistisch,
dann guckt euch der Sascha an. Und der lebt es voll aus im Alpha-Kurs. Und das ist eine Sache, die möchte ich auch mal so sagen. Ihr könnt euch immer an Sascha wenden, der Alpha-Kurs ist einfach durch ein Herz drin, durch Blut drin. Also mir macht es richtig tierisch Spaß, auch wenn es jedes Mal eine zusätzliche Last ist, wie es der Steff auch gesagt hat, zu zwei Jugendgruppen und zig Treffen und so. Aber es ist gut. Ich danke dem für die Möglichkeit, hier zu reden. Und ich danke dem Herrn, dass er uns so gute Zeit schenkt jedes Mal. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank. Ihr merkt, wir sind begeistert und wir spielen euch das nicht vor. Wir sind wirklich begeistert. Es klingt natürlich ein bisschen jetzt als Werbeveranstaltung. Ja, das ist es auch, weil wir eben für den Alpha-Kurs werben, der ja nichts kostet. Wir verdienen da auch nichts dran. Aber wir merken, dass es uns selber auch wirklich unfassbar viel bringt, uns Spaß macht und Menschen mit Jesus in Kontakt bringt. Das ist das, was schon die erste Gemeinde versucht hat zu machen und gemacht hat und das, was wir immer noch probieren, Menschen diesem genialen Jesus näher zu bringen. Was ist jetzt an euch? Wir haben jetzt Lobpreiszeit, wir hören jetzt Lieder. Wir haben hinten unser Gebetsangebot, wie jedes Mal, wenn ihr Lust habt, wenn ihr sagt, ich will mit jemandem nochmal drüber reden, ich möchte beten, seid eingeladen, jetzt oder auch nach dem Gottesdienst zum Gebet zu gehen. Überlegt euch, ist der Alpha-Kurs was für euch? Denkt einfach mal drüber nach. Ja? Nächste Woche haben wir nochmal einen Sonntag, wo man nochmal Alpha-Puzzle Teil 2 nochmal zusammensetze und überlegen, oder da will ich einfach nochmal, wollen wir nochmal zeigen, wie sieht so ein Alpha-Vortrag aus, ja? Und auch nochmal ein bisschen was erzählen über Alpha. Und dann ist natürlich auch die Möglichkeit, habt ihr Freunde in eurem Umfeld, mit denen wollt ihr vielleicht gemeinsam den Kurs machen oder ihr wollt sie zum Kurs einladen. Und auch jeder, der sagt, okay, ich bin eigentlich Christ und für mich ist alles super, der darf natürlich auch mit zum Infoabend kommen, das freuen wir uns total drüber, wenn ihr sagt, mein Nachbar, mein Bekannter, mein Arbeitskollege, meine Arbeitskollegin, die geht nur mit mir dahin, ja? Seid eingeladen. Wir haben genügend Flyer noch da. Wir haben einfach noch die Möglichkeit, in dieser Woche bis zum 21. nochmal richtig überlegen, wer ist dafür oder wer möchte vielleicht oder wer braucht den Alpha-Kurs. Und richtig los geht es dann am 7. März. Also sprich, auch da kann man noch direkt zum Kurs einsteigen und da mal reinschnuppern. Also, wir sind jetzt mitten in der heißen Phase. Jetzt hören wir Lobpreis. Ich bedanke mich nochmal beim Andreas und beim Steff. Vielen Dank und danke, dass ihr zugehört habt.